Wenn du ein Coach oder Berater bist oder einer werden möchtest, Coach, Berater, Trainer, und bist gerade auf der Suche nach einem Programm, einem Coaching-Programm, welches dich auf diesem Weg weiterbringt, dann bleib unbedingt dran bis zum Ende bei diesem Video. Ich habe hier einiges mitzuteilen aus eigener Erfahrung und aus Erfahrung meines Bekanntenkreises. Bleib unbedingt dran, was ich hier zu berichten habe. Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Coaching-Programme da draußen für die unterschiedlichsten Themen, Nischenthemen, Unterbereiche, wie zum Beispiel Coaching-Programme für Leute, die sich selbstständig machen wollen, Leute, die schon selbstständig sind, Leute, die Coach sind oder Coach werden wollen, die Dienstleister sind und oder Coaching machen wollen und so weiter und so weiter. Dann auch für verschiedene Bereiche. Es gibt kleinere Anbieter, größere Anbieter, mittlerweile auch einige mehr kleinere, weil einfach die Welle immer größer wird und der Markt offensichtlich doch ziemlich groß ist, aber auch nicht unendlich groß, ganz ehrlich gesagt. Und ich denke mal, dass es auch noch um vielleicht ein paar Jahre so weitergehen wird. Wenn du jetzt auf der Suche bist, so wie ich das auch ständig bin, weil Weiterbildung ist wahrscheinlich mit das Wichtigste überhaupt, ja, wenn du eine gewisse, zumindest eine gewisse Garantie gibt es wahrscheinlich gar nicht mehr, in Zukunft noch weniger wie in der Vergangenheit, Garantie, dass du immer Geld verdienst, ja, mit dem Job, was du hast, egal ob du Angestellter bist oder Selbstständiger oder es werden willst oder was auch immer. Letztendlich ist es auch egal, ja, was du machst und in welchem Verhältnis du es machst, Teilzeit, Vollzeit, egal was es ist. Es geht ja darum, dass du für die Zukunft einigermaßen sicher bist, dass du halt immer Einkommen hast, ja, und idealerweise über den Durchschnitt. Das wäre schon mal das erste Ziel der meisten, aber es ist natürlich so, wenn die große breite Masse über den Durchschnitt verdient, dann ist natürlich der Durchschnitt irgendwann mal nicht mehr der gleiche, ja. Und also es ist so ein kleines, ja, ich würde sagen, so ein kleines Rattenrennen, ja. In manchen Branchen oder so, wo jetzt die digitale Disruption sehr stark ist, es ist sozusagen ein Rattenrennen, wo die Ratten das sinkende Schiff verlassen und ja, und die letzten beißen die Hunde so ungefähr, ja. Also je nachdem, wo du jetzt gerade bist, ich poste dieses Video auf YouTube, Facebook und so und weiß nicht, du bist jetzt ein anonymer Zuschauer, weiß nicht genau, wo du stehst oder sowas. Aber ich nehme an, wenn du dieses Video geklickt hast, irgendwo da wirst du dich befinden, ja. Du wirst jetzt kein Multimillionär sein, hoffentlich, eventuell vielleicht irgendein Mitbewerber, der ein Coaching-Programm anbietet. Oder, das heißt nicht, oder halt irgendein Anbieter vielleicht oder ein Mitarbeiter eines Anbieters, der sich dieses Video anschaut, egal. Aber viele wird es genau so treffen oder hat es bereits getroffen oder wird es wieder treffen oder. Und ich möchte hier eine Sache mal raushauen. Es gibt natürlich viele Coaching-Programme, die eine höhere Sichtbarkeit haben. Das heißt, viel mehr Leute werden darauf aufmerksam. Das heißt, der Durchschnitt, sag mal, der Leute, die auf der Suche sind nach einem Coaching-Programm und nicht so viel Zeit haben oder sich auch nicht so viel Mühe machen, sich das richtige Coaching-Programm herauszusuchen, werden in der Regel immer zunächst erstmal auf die großen Anbieter gehen, weil es einfach das Bequemste ist. Wir Menschen sind grundsätzlich bequem. Ja, warum irgendwie 3 Wochenenden rumrecherchieren, welches Coaching-Programm jetzt exakt auf dich genau passt, wenn du einfach die Werbeanzeige eines der größeren Coaching-Programme, die halt viel Werbung machen, weil sie größer sind, haben sie mehr Werbebudget, also eine höhere Sichtbarkeit, also wirst du schnell auf sie aufmerksam oder im Gedächtnis behalten und du musst einfach nur einmal klicken, dann vielleicht noch zweimal klicken oder kurz deine Daten eingeben, hast du dein Strategiegespräch oder dein Bewerbungsgespräch oder wie auch immer das dann heißt bei denen. Oder Analysegespräch, ja. Warum? Das geht innerhalb von einer halben Stunde oder Stunde oder so. Du musst einfach nur YouTube anmachen und was eintippen und dann hast die Bewerbung durch. Hast einen Termin und kannst dich dann entscheiden oder hast dann deine zwei drei Termine bei den großen Anbietern und fertig.
Ja, du musst nicht irgendwie 3 Wochenenden da rumrecherchieren und schauen, dass du das beste Nischenprodukt genau auf dich abgestimmt irgendwo findest. Ja, am besten noch Preis-Leistung ideal. Ja, irgendwie. Irgendwann musst du deine Entscheidung treffen und die ideale Entscheidung wirst du so nicht treffen können. Das ist so ein bisschen, das kriege ich mir von meiner, wahrscheinlich von meiner Mutter ein bisschen so mitgeerbt oder so, ja, die sich auch immer nicht entscheiden kann, weil sie meint, desto länger sie braucht für eine Entscheidung, desto besser ist die Entscheidung am Ende. Das ist natürlich nicht so, ja. Manchmal ist es besser, du entscheidest dich einfach und machst es durch und dann ist es durch. Und dann hast du deine Learnings daraus gezogen und dann gehst du auf die nächste Entscheidung und machst eventuell, wenn es doch nichts war, halt ein anderes Programm oder ein nächstes Programm. So ist nun mal das Leben. Aber du kommst einfach schneller voran, als wenn du ewig rummachst für eine Entscheidung. Aber klar, wir reden hier von Coaching-Programmen, die meistens, also ich würde mal sagen, aktuell gibt es keine. Doch, gibt es auch. Es gibt natürlich auch sehr, sehr günstige und trotzdem noch gute Coaching-Programme. Aber da, wo du, sagen wir mal, Live-Coaching dabei hast, gibt es aktuell wahrscheinlich nur einige wenige für 1500 Euro noch oder für unter 1000 Euro, für 900 Euro sowas. Aber die Tendenz ist ganz, ganz stark steigend. Das hängt eben damit zusammen, dass der Markt insgesamt darauf ausgelegt ist, dass man immer höhere Preise verlangt. Also die Inflation, das ist sozusagen eine Preisinflation, die ist in dieser ganzen Coaching- und Beraterwelle, online, Kurse und so weiter ist quasi mit integriert. Ja, das ist also Teil, part of the game. Egal welche Success Story, egal welches Use Case du dir anhörst online, es geht immer darum, besonders bei den größeren, ja, wir haben erstmal die Preise erhöht. Ja, und das pflanzt sich fort. Das gibt dann der, der die Preise an der Spitze erhöht hat, der bildet dann Leute aus, die sollen ja auch wieder ihre Preise erhöhen, dass sie erfolgreicher werden. Der gibt dann seine Preise wieder an seine Kunden weiter und so weiter. Also die ganze Kette ist letztendlich eine stark inflationäre Geschichte. Deswegen, wenn du jetzt auf der Suche bist nach einem vernünftigen Coaching-Programm, und es gibt natürlich viele ja, Kurse auch für Udemy und so, die inhaltlich einfach sagen wir mal, sehr gestreckt sind oder dass da oder einfach dich nicht weiterbringen. Punkt. Ja? Also ich habe bestimmt an die 60, 70 Kurse gekauft, davon habe ich die Hälfte gar nicht angeschaut, weil sie irgendwie für 9 Euro im Angebot waren oder sowas. Habe ich sie halt einfach mitgenommen. Das war halt ein bisschen too much. Aber Udemy ist auch darauf ausgelegt, dass du halt im Bulk kaufst und so. Aber da waren auch ein paar dabei, die sehr gut waren. Und da habe ich vielleicht 10, $15 oder was gekauft. Ja. Konnte ich schon was mitnehmen. So ist es nicht. Bei einem ging es um GIMP oder Photoshop oder so Spezialthemen. Aber wenn du richtig, sagen wir mal, weiterkommen willst mit Live-Coachings und so, das kriegst du auf Udemy natürlich nicht. Und klar, ja, musst ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen. Aber hier gibt es ganz große Unterschiede. Und ich möchte hier mal eine Analogie schalten zu dem, was ich tagtäglich mache. Nochmal ganz kurz zu mir. Ich bin Spezialist für Lead-Generierung in der IT-Branche. Primär habe ich mich spezialisiert schon seit ein paar Jahren. Das heißt, ich mache dort Termine für IT-Systemhäuser und so weiter. Und habe dadurch ein sehr großes Netzwerk auch im Mittelstand, im gehobenen Mittelstand. Da habe ich letztens mit einem gehobenen oder mittleren Mittelstand, also eine Firma, die Baumaterialien herstellt und so weiter, mit ungefähr 300 bis 400 Millionen Euro Umsatz im Jahr macht und die mit einem mittelständischen, also sowas wie mein Kunde, einem mittelständischen Unternehmen mit 100 bis 200 Mitarbeiter, IT-Spezialist für eShop-Technologie, SAP, vor 4, 5 Jahren haben die ihren eShop eingeführt und so weiter. Man immer super, super zufrieden. Ist auch ein super Dienstleister gewesen in München, ja. Und dann wurden sie irgendwann von einer großen Firma aufgekauft, Accenture, ja. Und seitdem sind sie nicht mehr ganz so zufrieden. Warum? Weil Accenture eine 200 mal größere Firma ist, als wie dieser kleine Dienstleister. Und die aber jetzt Teil von Accenture sind. Das heißt, die sind in dem System von diesem großen Dienstleister. Und das ist sozusagen sehr stark vergleichbar, also fast eins zu eins vergleichbar, was ich da erzählt bekomme auch, mit der Coaching- und Consulting-Branche da draußen, mit den Mentoring-Programmen und so, die es da zur Verfügung gibt, wenn du dir einen suchen willst. Da gibt es die Accentures da draußen, ja, die PricewaterhouseCoopers, die Deloittes, die Bechtles. Und dann gibt es die kleineren, ja, die vielleicht 100 mal kleiner sind, aber sehr viele Vorteile haben.
Das heißt, dieser besagte Kunde, der jetzt sozusagen zwangsläufig Kunde geworden ist von Accenture, weil Accenture die Firma ja geschluckt hat, mit denen sie ursprünglich Kunde geworden waren. Bei Accenture ist es so, wenn du einmal Kunde bist, Bestandskunde, dann kommst du in ein sogenanntes Success Management Team rein. Und das Success Management Team ist sozusagen sowas wie, ja, da gibt es dann auch unterschiedliche Success Management Teams bis zu gewissen Umsatzgrößen, Firmengrößen. Das heißt, wenn du ein Kunde bist, du machst 300, 400 Euro, 300, 400 oder 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr. In der B2B, in dem Bereich, wo ich mich da bewege, ist das für Accenture sehr, sehr wenig. Ja? Auch für eine SAP oder eine Microsoft. Das sind kleine Firmen für die. Dann haben die da ein Success Management Team darauf abgerichtet, die jetzt nicht so hohe priorisiert sind von der Wichtigkeit her und dadurch auch nicht so hoch qualifiziert. Das ist ganz normal, weil einfach das Potenzial, mehr Umsatz zu machen bei so einem kleineren, ja, kleineren, in Anführungsstriche, 300, 400 Millionen Euro Umsatz, Mittelständler eben nicht gegeben ist. Wärst du jetzt ein Kunde und wärst du jetzt ein großer Autobauer oder sowas und würdest 10 Milliarden machen, 20 Milliarden, dann wäre das was anderes. Hast du wieder anderen Zugang bei Accenture. Aber das Verhältnis ist eben verschoben. Das heißt, wo hier ein Kunde war, der 300, 400 Millionen Euro Umsatz macht, okay, und hier ein Anbieter, ein Dienstleister, ein Experte, in dem Fall dieser Kunde bist in dem Fall du, und dieser Experte ist in dem Fall das Coaching-Programm. Und die machen 10, 20, 30, 40 Millionen Euro im Umsatz. Ja? Aber du bist ein Kunde, der macht 300 Millionen. Da hast du einen ganz anderen Stellenwert bei dem Dienstleister. Jetzt haben die aber plötzlich durch die Übernahme, sind die Kunde geworden von Accenture. Accenture macht, glaube ich, 10 Milliarden Euro Umsatz. Jetzt hast du einen sehr niedrigen Stellenwert. Jetzt bist plötzlich du in der Bittstellerrolle. Ja? Du kommst in die Senior Consultants bei Accenture, ja? Bei der großen Consulting-Firma jetzt oder IT-Haus, kommst du gar nicht mehr ran, die du eigentlich möchtest oder haben wollen würdest. Ja? Abgesehen davon sind die Tagessätze sogar noch teurer. Ganz ähnlich wie in der Coaching-Branche. Es ist genau letztendlich genau dieselben Systeme sind da dahinter. Okay? Das heißt, wenn du an ein großes Coaching-Programm gehst, um dich dort ausbilden zu lassen, weil es eben das Naheliegendste ist, das Bequemste, weil die eben das große Geld haben, weil die am Tag 10.000 Euro in Facebook ausgeben können und du einfach nur zwei Klicks machen musst, um dich dort zu bewerben. Musst dir bewusst sein, dass du ein sehr kleines Licht bist mit einem sehr großen Coaching-Anbieter, wo du an die Top-Consultants, an die Leute, die du ständig auf YouTube siehst und die auch wirklich was auf dem Kasten haben, an die kommt, wirst du erstmal nicht, von denen wirst du erstmal nicht bedient. Ja, von denen, die werden dich erstmal nicht beraten. Sondern irgendwelche, die du gar nicht im Vordergrund siehst, irgendwelche Success Manager, ja, in dem Fall sowas, irgendwelche anderen Consultants und so weiter, die gar nicht so viel wissen und können. Es ist ganz normal, weil eine Accenture in dem Fall oder eine Coaching-Firma, ich nenne jetzt keine Namen, ja, da draußen, die das ist für eine Coaching-Ausbildungsfirma, die 50 Millionen im Jahr machen oder sowas, ja? Oder 20, ja? Ist vergleichbar, ist sehr viel Geld. Ja? Es gibt andere Coaching-Programme, die sogar noch nischenspezifischer sind, also auf deine Needs viel, viel enger zugeschnitten, wo auch nur Leute sind, die quasi in deiner Branche ausgebildet werden oder in deiner Subnische. Und diese Coaching-Programme, die machen vielleicht 1 Million im Jahr, also nur ein Zehntel, ja, oder noch weniger. Und das bedeutet nicht, dass die weniger successful sind. Ganz im Gegenteil. Da sind dann sozusagen in einem Live-Call nicht 100 oder 200 Leute und du musst dich anstellen, ein Live-Call, der 90 Minuten lang geht, wo 100 Leute drin sind und wenn nur von den 100 Leuten nur 10% eine Frage stellen, dann sind es 10 Leute. Beim Live-Call von 90 Minuten hat jeder 9 Minuten Zeit. Ja, das ist reine Mathematik, das geht ja schon gar nicht. Ne? Das heißt, du bist mehr oder weniger in diesen Live-Calls immer nur passiver Zuhörer, kannst gar keine Fragen stellen. Es sei denn, du bist immer bei der Top 10 vielleicht dabei, wenn du zufällig Glück hast, wirst du drangenommen oder wie auch immer.
Das heißt, es ist einfach zwangsläufig, es ist Massenconsulting, ja, Massencoaching, ja, weil sonst könnte die Firma ja gar nicht so groß sein. Wenn also jetzt du dich bewirbst für ein Coaching-Programm und die sagen, ey, wir haben schon 5000 Leute gecoacht oder wir haben aktuell im Programm 1000 Leute, dann ist es eher ein Nachteil als wäre ein Vorteil. Zum einen die schiere Masse als solches und zum anderen, weil die alle möglichen Leute coachen. Das heißt, die haben sich vielleicht schon spezialisiert, dass sie ausbilden, nur Coaches ausbilden. Aber die bilden Coaches aus, die Fitness-Coaches sind, die Flirt-Coaches sind, Dating-Coaches, Meditation-Coaches, Milchbauer-Coaches, keine Ahnung was, Teich-Hundetrainer-Coaches. Das heißt, das sind Live-Calls, wo Hundetrainer, Milchbauer, Gärtner, Angler, Meditation, Dating, Fitness, irgendwie ihre Erfahrungen austauschen und so weiter, die an dir letztendlich, die du quasi abstrakt irgendwie auf dich anwenden musst, aber die eigentlich mit deiner Branchennische null zu tun haben. Also wenn du hingehst zum Coaching-Programm, wo nur Marketingagentur Inhaber drin sind oder nur Grafikdesigner oder eben nur Angler drin sind und so weiter. Jetzt magst du vielleicht sagen, naja, wenn ich in einem Coaching-Programm drin bin, ich möchte gerne Angler-Coach werden, ja, Angel-Coach oder Meditation-Coach und oder ich bin schon einer und möchte mich skalieren oder sonst was und ich bin in einem Programm, wo zwar nur insgesamt 50 Leute drin sind, aber alle Meditation-Coaches sind, dann sind das ja alles Mitbewerber von mir. Ja, richtig, klar. Und in diesen Live-Calls, in den Programmen, die bis zu 5.000, 6.000 Euro meistens kosten, so, das ist so der Einstiegspreis. Manche gehen auch ein bisschen tiefer, wie ich schon eingangs gesagt, also 1.500, 2.000 Euro ist wahrscheinlich das allerniedrigste aktuell im Markt. 5.000 ist so der Durchschnitt. Und klar, dann bist du bei diesen spezialisierten Coaching-Programmen, bist du mit 50 weiteren letztendlich Mitbewerbern in dem Ding. Aber das ist genau das Gleiche wie in den großen Coaching-Programmen. Das sind dann vielleicht 200 Leute im Calls oder noch mehr. Und davon eben nur 20% eben Meditation Coaches zum Beispiel oder irgendwelche anderen Coaches. Also du hast insgesamt viel mehr diversifizierte, ja, also es sind insgesamt viel mehr Leute, dass du nicht so schnell drankommst in deinen Fragen. Und prozentual wahrscheinlich auch genauso viel oder weniger oder mehr oder was auch immer Mitbewerber. Das Problem hast du da auch. Nur da hast du auch das Problem, dass du eben viel seltener drankommst als wie in einem Live-Call, wo grundsätzlich nur 5 oder 10 Leute drin sind, ja. Das heißt, schau dir das bitte ganz genau an. Schau dir das wirklich bitte ganz genau an und schau auch immer, dass du eine 14-tägige Geld-Zurück-Garantie mit drinnen hast in deinem Vertrag und dass du dann mindestens 2, 3 Life-Coaches dir mal richtig anschauen kannst. Nicht nur das, was dir der Verkäufer erzählt, weil diese Programme haben meistens wie Schäferhunde wirklich abgerichtete Verkäufer da drinnen, die wirklich ihr Handwerk in Anführungsstriche verstehen, ja. Also, an die kommst du nur schlecht vorbei, wenn du wirklich Bedarf und Need hast und letztendlich dich über Werbeanzeigen, YouTube-Kanäle und so weiter schon letztendlich für so ein Programm entschieden hast und einmal in so ein Gespräch einkommst mit so einem Verkäufer, die haben, glaube ich, eine Abschlussquote von 70%. Also die Chancen stehen gegen dich, dass du dich nicht für das Programm entscheidest. Ich mache das dann immer so, ich suche mir dann immer 2, 3 Programme, wie jetzt letzte Woche auch, oder 3 gleichzeitig und die lege ich mir dann Termin innerhalb von 48 Stunden alle hintereinander. So dass ich letztendlich innerhalb von kürzester Zeit hier einen Vergleich habe. Und das kommuniziere ich auch immer sehr transparent. Das ist also sehr gesund, dass du dir auch selber eine Option gibst. Ne? Weil dann kannst du hinterher sagen, selbst wenn du hinterher nicht so zufrieden warst, ne, kannst du hin, ist psychologisch, und du wieder kündigen müsstest, in theoretisch, oder auch nicht, oder was auch immer, kannst du hinterher mal sagen, okay, ich habe. Wenigstens, ich habe mir die 3 besten oder so rausgesucht und dann habe ich mir jetzt quasi halt für einen entschieden. Also wie wenn du sagst, also wie gesagt, grundsätzlich würde ich mir, das will natürlich kein Coaching-Anbieter hören, aber schau mal, dass du dir, wenn du dir, sag mal, wenn du ein absoluter Audi-Fan bist, gut, dann kauf dir halt ein Audi. Aber wenn du dir halt nicht hundertprozentig sicher bist, dann schau dir halt auch ein Mercedes an oder auch ein BMW. Ja, ganz einfach.
grundsätzlich würde ich dir empfehlen, pass auf, schau dir ganz genau an, ob du nur eine kleine Hausnummer bist, so wie dieser Mittelständler, mit dem ich in Kontakt bin, den ich jetzt vielleicht gewinnen werde für einen meiner Kunden, Dienstleister, die eben viel, viel kleiner sind, mit 100 Mitarbeitern oder sowas, ja, als wie so eine riesige Accenture, ja, wo du letztendlich nur eine Nummer bist und an die echten, wirklich Top-Consultants nie rankommst, weil dein Umsatzpotenzial viel zu klein ist. Du müsstest letztendlich, um mit einem, jetzt nehme ich mal einen Namen, weil den jeder kennt, Dirk Kräuter, persönlich ins Coaching oder persönlich ins Gespräch zu kommen, da musst du schon mal eine sechsstellige Summe hinlegen, dass du mit dem einmal im Monat telefonieren darfst, ja, überspitzt gesagt. Ja. Das ist also nichts für, sagen wir mal, die breite Bevölkerung. Ja? Und das ist für diejenigen, die schon bei Louis Vuitton einkaufen gehen. Ja? Und mir persönlich, und das ist mein persönliches Anliegen, mir gehen da einfach, wahrscheinlich gibt es da draußen sehr viele Talente, die einfach aus Bevölkerungsschichten kommen, so wie ich auch. Und ich sage jetzt nicht, dass ich ein super Talent bin, ganz im Gegenteil. Aber die einfach die Chance nicht bekommen, weil diese sehr positive Entwicklung im Internet, dass du Zugang hast zu Know-how, dass du dich ausbilden lassen kannst, dass es eben Alternativen gibt, ja, als nur dieses Schulbanksystem, das sowas von veraltet ist und teilweise sowas von nutzlos und zeitverschwendend, ja, auch was danach alles angeboten wird an IHK-Prüfungen und Auszeichnungen und so weiter. Da gibt es ja auch teilweise von der IHK extremst teure Seminars und so weiter, wo du dich reinsetzt, dann kriegst du hinterher einen Zettel, wo drauf steht, du hast teilgenommen, aber was hat dich das jetzt wirklich weitergebracht, ja, fragst du dich dann, ja. Teilweise so von der Praxis entfernte Ausbildungen und Weiterbildungsmaßnahmen. Wer von euch schon mal zum Beispiel arbeitslos war, da gibt es ja auch ganze Ozeane von Weiterbildungsanbietern wie Makromedia und so weiter, wo halt auch wirklich gute Kurse drin sind. Ich sage jetzt Makromedia, weil ich weiß, dass die sehr gute Kurse machen, aber es gibt halt auch so viele andere. Und die teilweise 6.000 Euro kosten, ja, wo du dich fragst, ja, um Gottes Willen, Vollzeitkurs für 6 Monate oder viel mehr kosten noch. Und am Ende hast du eigentlich gar nichts gelernt, ja, für die echte Praxis. Deswegen schau dir das wirklich ganz genau an und überlege dir, willst du eine Hausnummer sein beim großen Programm oder lieber individuelle Betreuung beim kleineren Programm, das vielleicht am Ende nicht mal so viel kostet und dich, wo du sagst, okay, ich bringe mich jetzt auch erstmal auf ein Umsatzlevel, ja, dass ich ein paar Millionen im Jahr mache, ja, da bin ich auch noch nicht. Und dann kann ich mir immer noch irgendwelche Premium-Mindsets oder Masterclasses oder kann ich mir kaufen, was ich will letztendlich, ist klar. Aber die große Masse ist da noch lange nicht und nicht jeder wird es schaffen. Ja, die meisten oder viele werden hängen bleiben bei eben 100.000 bis 300.000 oder so Selbstständige oder Coaches oder sowas. Das ist auch völlig in Ordnung. Das ist eben vom System her so bedingt. Ne? Wenn, ich habe es ja vorhin eingangs wirklich versucht zu erklären. Jeder Mensch ist Teil des Gesamtsystems und wir haben ein System, das zunehmend pyramidal wird. Ursprünglich war es wie eine Vase, ja, Mittelstand, Top und dann Bottom. Es wird immer pyramidaler, das heißt, die Spitze wird eigentlich letztendlich, es gibt zwar immer mehr Leute, die an die Spitze kommen, proportional, aber insgesamt immer weniger. Ja, also schau dir die ganzen Statistiken, kannst du selber mal anschauen, aber auf jeden Fall ist es so, dass das hängt damit zusammen, dass wir stark inflationäre Tendenzen haben. Ja, in manchen Bereichen weniger, in manchen mehr, also zum Beispiel Immobilie. Ja, die Immobilie hat sich irgendwie verdreifacht jetzt in 10 Jahren. Ich denke mal, gute Coaching-Programme haben sich wahrscheinlich in den letzten 5 Jahren
verzehnfacht vielleicht sogar. Ja, was du, wo du für einen Kurs 500 € gezahlt hast vor 5 oder 6 Jahren, zahlst du jetzt 5.000. Ja, wahrscheinlich auch von der Qualität. Die guten Programme haben sich wahrscheinlich auch von der Qualität auch irgendwie gebessert, weil natürlich das auch mitwächst. Ob jetzt die Qualitätsthema so gut ist, weiß ich nicht, aber prüfe, ob du eher in die Richtung Masse dich bewegst, ob du nur quasi wie am Fließband abgefertigt wirst. Ja, das merkst du manchmal auch in diesen Qualifizierungscalls, wenn das Coaching-Programminhaber dich mit Vertrieblern, Pre-Sales, Settern und so weiter, wenn sie sich vorqualifizieren, merkst du es auch sehr, sehr schnell, ob du quasi maschinell durchgefertigt wirst oder ob die sich für dich ein bisschen mehr Zeit nehmen und so weiter. Ne? Also sehr hellhörig, hab offene Ohren und Augen, ich wünsche dir alles Gute und ich weiß nur so viel, dass ich war auch Teamleiter und ich weiß, dass oder auch Coach in Telemarketing-Agenturen zum Beispiel, wo ich Leute spezielle Skills beigebracht habe, wie sie jetzt im IT-B2B-Bereich Leads machen oder besser Leads machen. Und ich weiß, dass wenn ich da ein Team hatte, welches ich coachen musste, und dort waren auch unterschiedliche Skills, sagen wir mal, da waren 12, das Maximale waren vielleicht 16 Leute in so einem Team, ja, dann war das, manche haben mehr Betreuung gebraucht, manche weniger, aber das war schon eine ganze Menge. Ne? Also, und da war auch der Effekt gegeben, dass die von sich gegenseitig gelernt haben ständig. Na, die haben sich auch ständig gegenseitig, also ähnlich wie so ein Live-Call, kann man eigentlich so vergleichen. Ja, aber ich würde mal sagen, wenn es mehr sind wie 20 Leute in einem Live-Call, schau es dir selber an. Aber nötigenfalls geh da wieder raus und such dir ein Coaching-Programm, wo es eben weniger sind wie 20 Leute maximal. Ja, okay. Das ist meine Stimme zu dem ganzen Thema. Ich möchte einfach nur, dass besonders diejenigen, die eben sehr hart für Geld arbeiten müssen, ich meine diejenigen, die sowieso ein etwas leichteres Spiel haben da draußen, ja, aus welchen Gründen auch immer einfach mehr Geld zur Verfügung haben oder auch leichter Geld verdienen, ja, als wie manche andere. Ich weiß, in meiner Branche Lead-Generierung, Telefonakquise, da musst du lange und hart arbeiten, für, bis du mal 5.000 € zusammengespart hast. Und da hoffe ich, dass ich halt Mehrwert bieten kann hier mit diesen Videos, dass du halt keine falschen Entscheidungen triffst oder bessere Entscheidungen triffst und dein Geld eben bestmöglich investierst. Bis zum nächsten Mal, dein Thomas Klein. Schau mal wieder rein, wenn es heißt Mission Millionär, und ja, einfach alles Beste auf die Wege. Ja. Gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere den Kanal. Bis dahin, ciao, ciao.